Auf der Bahn 1 sehen wir Vanessa Schwabe Stuttgart, deutsche Meisterin im Jahrgang 93, Vanessa Wirmberg. Auf der Bahn 2 von der SG Bayer Wuppertal über den Dormagen. Sie wurde hier bereits zweite über die 100 Meter Strecke. Sarah Böbel. Auf der Bahn 3 von der SG Essen. Deutsche Rekordhalterin und deutsche Meisterin auf der langen Bahn. Caroline Runau. Neben ihr auf der Bahn 4 vom SV Würzburg die Titelverteidigerin. Caroline Degenhardt. Dann auf der Bahn 5 vom TSG Backnang, Svenja Brinschwitz. Und für die SG Essen am Start auf der Bahn 6, Rebecca Horstmann. Normzeiten geschaut und sind auch erste oder zweite geworden, nämlich Caroline Runau und Sarah Böbel. Beide über die 100 Meter Brust. Wir hören uns Caroline Runau hier mit deutschem Rekord über die Strecke und Sarah Böbel knapp dahinter auf dem zweiten Platz über die 100 Meter Strecke. Die schnellste Vorlaufzeit von Caroline Runau bereits in die Nähe der geforderten Norm. 2:23,55 ist die Norm. Sie ist nur etwa 2 Zehntel über der Norm geblieben. Eine hundertste Sekunde über ihrem eigenen deutschen Rekord.